Jo Leute, was geht ab und willkommen. Leute, wir hatten doch auf Liliane reagiert. Die hatte ja Jeremy Sex Topmodel einmal hops genommen, bis zum geht nicht mehr. Einmal nackig ausgezogen. Und jetzt hat sie den zweiten Teil hochgeladen. Wir hatten abgefragt in der Story, also in der Insta-Story, ob wir darauf reagieren sollten. 90% waren dafür. Ja. Wir machen das jetzt. Wir starten übrigens bei Minute 6,25, weil alles davor, da erzählt sie, warum sie das Ganze tut, ja. Nennt die Gründe. Da konnten wir leider nicht so viel zu sagen. Deswegen, wir gehen direkt ins Wesentliche rein, ja? Aber nochmal darauf hinweisen, auf das, was ich in meinem letzten Video schon gesagt habe, dass alles, was ich erzähle, meine Erfahrungen mit Germany's Next Topmodel sind. Ja. Natürlich können das alle bestätigen, die in den Situationen dabei waren, aber natürlich können auch andere ganz andere Erfahrungen mit GNTM machen. Das ist ja das Ding. Sie, ey, wisst ihr, was sie machen müssen? Oh mein Gott, ich habe gerade die Idee des Lebens. Bitte sag's. Leroy muss sie einladen und dann den Liebling von GNTM und dann müssen die einmal so reden. Ja, ey, mach mal keine Video-Idee für Leroy, Junge. Dann kommt zu uns. Oder ich interviewe euch mit Herz. Ja, das Ding ist, ihr müsst euch halt vorstellen, das ist wie bei einer Klassenfahrt, ja? Wenn ihr habt sowieso ein ganz anderes Bild als alle anderen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Klar, ihr könnt zusammen eine schöne Zeit haben, aber trotzdem, ihr seid alle ein Individuum und jeder hat eine eigene Sicht und im Endeffekt auch einen eigenen Rückblick, den er dann hat, ja, weißt ja, du? Ja. Und sie wurde ja so als Zicke dargestellt, dass sie so Hassnachrichten bekommen hat, aber der Liebling, der als Liebling dargestellt wurde für die Zuschauer, der hat schöne Nachrichten bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, Leute schreiben ihr, oh mein Gott, du bist die Beste, jeden Abend zähle ich auf dich und weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich denken die dann, das war die schönste Zeit meines Lebens. Wisst ihr? Die wurden ja gepusht bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist es halt. Ja. Weil das Rollenbild der Zicke ist genauso fester Bestandteil der Show wie zum Beispiel das Rollenbild des Publikumslieblings. Es ist natürlich glasklar, dass das Publikum macht dein Handy aus. Ganz andere Fragen gestellt bekommt und eine ganz andere Zeit des Drehs und der Ausstrahlung hat, als die Zicke, die schwersten Cybermobbing erlebt. Aber hören wir doch erstmal in die Meinung der anderen Kandidatinnen rein. Ich denke, vor allem eine Meinung wird euch sehr interessieren. Und zwar habe ich eine Meinung von einer Kandidatin, und zwar von Nina. Sie hat die Füße... Ey Leute, ich dachte, das wird ein Video, wo sie noch mehr auspackt. Aber ich glaube, sie holt jetzt andere dazu. Ja, ja, ja. Und die packen damit ja aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sie einblendet, aber wenn da jetzt einige sind, die das, die auch auspacken und deren Erfahrungen sagen, gell, dann ist es übelst interessant, weil da kriegt ihre Stimme noch mehr Glaubwürdigkeit. Verstehst du? Ja, ja, ja. Weil wenn sie das sagt, sagen alle, weißt du, ich kann verstehen, dass manche vielleicht noch daran so nicht direkt... Zweifeln? Ja, genau, zweifeln und nicht direkt alles glauben. Aber wenn jetzt mehrere da teilnehmen, das ist halt krass, ne? Oh, geil, Mann. Geil. What the fuck? Sie sagt, so sah es aus mit geölten Füßen, so ohne. Ich sag dir ehrlich, sie macht so, ich kann laufen, Leute, ich kann laufen. So, das brauchst du nicht beweisen, ja, aber sie muss es echt beweisen. Ja, schade. Das ist auch Kelleck, Leute, ich komme immer noch nicht drauf klar, aus Teil 1, wo die gesagt hat, die Creme und euer Ölen die Füße ein. Ja. Wie? Das Beste? Wie kann man das machen? Da kommt diese Nikita oder wie die heißt, die auch in der Jury saß und sagt, Leute, die Füße sind ja eingecremt, Mädels, das geht nicht. Ich so, wie traust du dich das? Ich würde mir so dumm vorkommen. Ich würde mir so dumm vorkommen, also wirklich. Passend würde ich gerne an dieser Stelle nochmal Nikitas Kommentar nach Ninas Walker. Da ist Öl auf deinen Füßen statt, das geht nicht. Ich denke, der Fall ist eindeutig. Es gab aber noch eine, die sehr, sehr schlimm gestürzt ist an dem Tag und das war Magda. Sie lassen wir das Magda selbst erzählen. Hi Leute, das bin übrigens ich und das ist mein Sturz. Oder mittlerweile alle gemerkt haben, dass es nicht so normal ist, dass so viele Mädels auf die Fresse fallen, wollte ich was zu meinem Sturz sagen. Meine Füße waren zwar nicht eingeölt wie bei Anastasia oder Nina, aber meine Schuhe waren einfach 3 Nummern zu klein. Das hat erstens wehgetan und das ging auch gar nicht. Und man konnte nicht wechseln mit Affen, das Krasseste war. Ich habe mich ja wirklich verletzt. Ich habe geblutet, das hat wehgetan und es hat einfach keinen interessiert. Heidi hat nicht gefragt, wie es mir geht. Das Team hat nicht gefragt, wie es mir geht. Als dann aber Ärzte und Sanitäter kamen, um die Wunde zu desinfizieren und das alles zu behandeln, kam sofort das Kamerateam. Die haben sich so krass in diese Behandlung eingemischt. Die kamen mit ganz vielen Lichtern und hatten so richtig ekelhafte Fragen, mit denen die mich zum Weinen bringen wollten. Die haben mich dann gefragt, glaubst du, dass irgendwas verrutscht und man hat irgendwas im Fernsehen gesehen, was man nicht hätte sehen sollen? Glaubst du, Heidi fand das schlimm? Glaubst du, die Leute haben gelacht? Das Ganze ging dann so weit, dass die Sanitäter und die Ärzte sich mit der Produktion in die Haare gekriegt haben und die zu denen gesagt haben, ey Leute, geht einfach, wir müssen unsere Arbeit machen. Ich packe euch die Links zu den Statements. Das ist halt krank. Oh, Entschuldigung, das ist halt krank, ne? Also wenn man weiß, sie ist gestürzt und es hat keine interessiert. Heidi, die beste Freundin ist von allen, gell? Die ist nicht gekommen, hat gefragt, wie geht's ihr, hat sie sich verletzt. Weißt du, das, ich sag euch ehrlich, Leute, auch wenn das alles gespielt ist, ich finde, das zählt noch zur Menschlichkeit dazu, dass wenn sich jemand verletzt, dass man einfach fragt, ist alles gut. Weißt du, auch wenn du der Star der Welt bist, das ist einfach menschlich. Und dann, wenn die Sanitäter kommen, dann kommt das Kamerateam. Jetzt wird's interessant, weil alles davor ist langweilig. Unmenschen. Das ist echt nicht normal. Ey, wie kann man nur, wenn jemand stürzt, blutet, verletzt ist und um Hilfe bittet,
einfach nichts machen. Vor allem, wenn du der Grund bist, warum sie gestürzt ist. Du hast ihre Füße eingecremt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen bei Topmodels, auch wenn die später im echten Modelleben sind, dass es nicht immer die passende Größe gibt und dass sie zum Beispiel in einer Schuhgröße größer performen müssen und einer kleiner. Aber drei kleiner. Ihr wisst das, wenn die Schuhe anzieht und es ist eine Nummer kleiner, dann tut das schon sehr, sehr, sehr weh. Und dann denkt man sich, ja komm, lauf die 2 Minuten den Walk da, ja. Aber 3 Nummern kleiner. Das ist echt extrem. Bro, imagine, sie trägt 36, hast sie bei 33, das ist Kindergröße. Die Statements in voller Länge angucken. Maribel aus meiner Staffel sagt Folgendes zu meinem Statement. Also viel zum Thema die NTM. Ich würde mich einmal kurz zu dem Video äußern und möchte aber vorab einmal kurz sagen, dass ich es nicht besser hätte zusammenfassen können, wie was in dem Video gesagt wurde. Also ich finde, Liliana hat es sehr, sehr gut formulieren können und genau. Ich denke mal, das Video hat einige von sich geschockt, logischerweise. Allerdings möchte ich noch mal einmal kurz dazu sagen, und das war mir sehr, sehr wichtig zu sagen, dass natürlich nicht nur sie irgendwie betroffen war von diesen Hate-Attacken. Aber auch Kandidatinnen aus anderen Staffeln haben sich zu dem Thema gemeldet. Wie zum Beispiel Natalie Volk, a.k.a. Miranda Grande. Sie hat folgendes Statement in ihrer Story dazu gepostet. Ich wollte noch mal loswerden, wie schrecklich diese Sendung eigentlich ist und Liana zu 100% alles richtig gestellt hat. Als ich meinen Arm beim Casting verletzt habe, habe ich am Abend das Produktionsteam gebeten, mir einen Arzt zu holen. Der Arzt kam in Wirklichkeit nach 3 Tagen. Oder mich gezwungen hat. Nach 3 Tagen? Imagine, du fällst irgendwo runter, brichst dir deinen Arm. Oder was hat sie gesagt? Was ist mit ihrem Arm? Sie hat ihren Arm gebrochen. Sie hat ihren Arm auf jeden Fall sehr schwer verletzt. Nach 3 Tagen kommt dein Arzt. Als ob sie 3 Tage ohne ärztliche Hilfe oder irgendetwas, ja, einfach mit dem gebrochenen Arm dort gechillt hat, geschlafen, geduscht, gegessen. What the fuck? Das ist so unmensch. Sogar im Knast kommt schneller, Leute. Sogar im Knast kriegst du schneller Pflege. Wow. 16 mich auszuziehen und alleine ins Bad mit einem Kameramann gesteckt hat. An dieser Stelle möchte ich nochmal festhalten, wie unglaublich erschreckend und schockierend ich teilweise die Geschichten von den anderen Kandidatinnen finde. Eine weitere Kandidatin aus einer anderen Staffel hat sich gemeldet, und zwar Nele, und hat Folgendes zu meinem Statement zu sagen. Ich habe alles, was sie in diesem Video über GMD sagt, nur unterstreichen. Also alles, was sie sagt, stimmt. Ich markiere euch mal das Video, da könnt ihr euch selber mal anschauen. Aber ich wollte trotzdem auch noch mal so ein paar Sachen aus meiner Sicht erzählen. 2017 in meiner Staffel hat man ja versucht, mich als Quotenzicke dastehen zu lassen. Mit ganz gutem Erfolg. Allerdings habe ich weniger gegeben, als sie, glaube ich, wollten. Ich erzähle euch einfach mal ein paar. Jetzt wird es interessant, weil sie war auch eine Zicke aus einer anderen Staffel. Und jetzt ist interessant, ob sich die Geschichten so gleichen. Verstehst du, ob das so Ähnlichkeiten aus ist? Aus jeder Staffel muss sich einmal die Zicke oder vielleicht noch eine weitere, falls sie 2 hatten, vielleicht hatten die mal so richtig Bock drauf, haben 2 Zicken reingeballert, treffen und darüber reden. Oh mein Gott, das wäre so interessant. Dann habe ich mitbekommen, dass bewusst meine Schuhe manipuliert worden sind. Woher weiß ich das? In der Folge auf dem Schrottplatz, wo mein Absatz abgebrochen ist, war ein Gastmodel da und der PR-Berater von ihr. Den kannte ich persönlich, das war ein Freund von mir, weil wir in derselben Agentur gearbeitet haben. Und der hat mir erzählt, dass er das beobachtet hat, im Nachhinein natürlich. Und ich stand da und saß da vorher und hab schon gesehen, mit meinem Schuh stimmt irgendetwas nicht. Also wenn der Absatz so war, dann war er so. Einfach, fuck, einfach der Absatz wurde manipuliert. Ja, einfach. Heidi Klum lädt ja voll oft zu Models ein, ja? Da gab es also ein Gastmodel und die hat natürlich einen PR-Berater und sowas. Ja. Und der hat gesagt, ey, ich habe gerade gesehen, wie dein Schuh einfach manipuliert wurde. Die so, no, really? Und so, wir sind Amerika und sowas. Ja. Die gehen hin und sägen an dem Schuh, damit sie stürzt. Das ist echt angeschreckt. Also ich wusste, okay, der wird nicht lange halten. Und saß dann und habe gefragt, ob ich bitte neue Schuhe haben kann. Und dann hieß es, nein, das gibt es nicht. Wir müssen jetzt gleich los. Es ist alles im Stress. Du musst das jetzt mit diesen Schuhen rocken. 2 Stunden später saß ich immer noch da. Aber ich habe keine neuen Schuhe bekommen. Und es hat funktioniert. Ich glaube, das Krasseste für mich war die Woche, in der ich rausgeflogen bin. Ich war todkrank. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Mir ging es richtig beschissen. Ich habe nur gekotzt. Ich konnte nichts essen, nichts trinken. Es ist einfach Magenschleimhautentzündung hatte ich. Das ist hart. Und das ist wirklich mit der schlimmste Schmerz, den man haben kann. Ja. Erstens, Leute, euer Bauch tut weh. Der wird steinhart. Ihr habt Krämpfe. Ihr habt die ganzen alles. Ihr habt Hitzeattacken. Euch ist kalt. Dann ist es warm. Dann tut euer Bauch weh. Dann müsst ihr die ganze Zeit dagegen drücken. Und dann habt ihr keinen Appetit. Und wenn ihr was isst, dann übergebt ihr euch die. Ihr könnt nicht essen. Ihr könnt nicht aufstehen. Gar nichts. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Voilà. Nur Notaufnahme hat dann gerettet. Ja. Ich mir Schirn was spritzen lassen, Alter. Und wir haben ja einen Roadtrip gemacht nach Las Vegas, haben dann zwischendurch gezeltet, auch da die ganze Zeit nur im Kotzen. Es war so schlimm, dass wir, als wir dann nach dem Zelten weiter nach Las Vegas gefahren sind, saßen vorne mit einer Kotztüte in der Hand und mussten alle halbe Stunde oder alle 20 Meter anhalten, weil die Tüte voll war und ich irgendwo hinkotzen musste und natürlich nicht ins Auto kotzen wollte. Und das sollte gefilmt werden.
Ey, Junge, was ist los mit dir? Ich komme nicht drauf so klar. Guck mal, ich will wirklich was dazu sagen, aber ich kann nichts mehr dazu sagen, weil es einfach nur krank ist. Die Überschrift krank, die beschreibt das schon. Wie kann man kein Herz haben und sagen so, ey, lass mal Pause machen oder lass sie mal nach Hause schicken, ja. Die soll heute nicht mitmachen. Dann ist der Fokus heute auf die und die und die. Ja. Und die kann heute einfach mal gar nicht da sein. Man sagt dann auch so, hey, sie ist krank, sie ist heute nicht vor der Kamera. Das Krankeste ist, die wollen ja, dass sowas passiert. Warum denkt ihr, manipulieren die bestimmte Sachen? Die wollen Drama und was weiß ich. Und wenn sie dann von selbst krank wird und sich die ganze Zeit übergibt und so und das Spannendste ist, was gerade an dem Tag passiert, natürlich nutzen die das dann aus. Ihr kennt es doch immer, bevor es Donnerstag war und GNTM lief, dann lief die ganze Woche auf ProSieben immer so Werbung und dann kamen so Snippet, so die schlimmsten Sachen, so die streiten sich, die macht das und dann wollten die quasi, dass die eine umknickt, dass die eine reinkotzt und alle sagen, hast du es gesehen? Oh mein Gott, ich kann nicht drauf warten. Ja, ja, safe, das halt, ne? Die Person darum gebeten, das nicht zu filmen, weil ich nicht möchte, dass ins Fernsehen kommt, wie ich da sitze und kotze. Ich habe dann in Las Vegas darum gebeten, zu einem Arzt zu kommen oder dass ein Arzt zu mir kommt, weil mir ging es wirklich dreckig. Und der einzige Vorschlag, der kam, ist, dass ich ins Krankenhaus fahren kann. Das Ganze muss ich dann aber filmen, beziehungsweise das Ganze wird vom Kamerateam begleitet. Und das wollte ich nicht, das heißt, ich habe auf einen Arzt verzichtet. Gerade weil man jedes Statement hört in Verbindung mit meinem Arzt. Krass. Ey, stellt euch vor, ihr seid also, bei GNTM, ihr habt eine Magenschleimhautentzündung und ihr sagt, guck mal, du kannst ins Krankenhaus gehen, aber du musst dann alles filmen. Ja. Ich, die selber eine Magenschleimhautentzündung hatte, gell, weiß, dass ohne Medikamente, Leute, ihr kommt da nicht durch. Ja, ja. Ohne diese Therapie, die ich machen musste, wo ich eine bestimmte Zeit bestimmte Medikamente einnehmen musste, auch Antibiotika und, und alles, gell. Genau dann hat sich das erst verbessert. Denn davor keine Chance. Und starke Schmerz. Ich kann heute kein Deutsch. Ja. Und starkes. Was ist stark jetzt? Und starke. Ja. Das ist genauso drin. Sie hat Schmerz zum Letzten bekommen, Leute. Wird ganz schön klar, was für ein abgekartetes Spiel es ist, weil sie die Maschen Jahr für Jahr wiederholen. Ich finde es erschreckend, dass gerade die Schuhmanipulation und diese Streitigkeitsmanipulation in jeder Staffel Verwendung findet. Lenara wollte in der letzten Staffel freiwillig aussteigen. Sie hat zwar kein klares Statement zu meinem Video abgegeben, hat aber ihre Geschichte erzählt. Lenara erzählt davon, wie sie aus GNTM aussteigen wollte, weil alles ganz anders war, als sie sich vorgestellt hatte und die Produktion ihren Ausstiegsgrund nicht als offizielle Meinung akzeptiert hat und deswegen einen Ausstiegsgrund erfunden hat. Sie erzählt auch davon, wie sie einen Namen nennen musste. Das ganze Video bzw. den Link findet ihr in meiner Beschreibung. Zu guter Letzt kommen wir zu Jasmin aus der diesjährigen... Warte mal, ich habe gerade gelesen, mir zugehört, mein Gehirn so, wollen wir gerade zu hören? Ich glaube, bei ihr habe ich es ein bisschen mitbekommen. Sie wollte aussteigen und dann Sie hat gesagt, ja, ich will aussteigen. Dann hat Heidi gesagt, ja, bestimmt wegen der, ich weiß jetzt nicht den Namen, aber bestimmt wegen der Lena. Wegen der Lena war es. Hat sie gesagt, nee, eigentlich war es nicht wegen der Lena. Es hat private Gründe. Mhm. Und dann ist sie ausgestiegen und Heidi hat herumgezählt, es war wegen der Lena-Mädels. Es war wegen der Lena. Verstehst du? Ja. Ey, wisst ihr, das ganze Team von GNTM, die haben auch irgendwann Mittagspause. Ja. Ja? Sitzen die dann dort, essen Bananen und Brot und denken sich so, ey, die haben wir jetzt gerade richtig auseinandergenommen. Ja, euch richtig auseinandergenommen. Ey, hast du gesehen, wie die geweint hat? Das hab ich zu verantworten. Ja, da war ich richtig raffiniert. Das ist halt krass. Das ist krank. Da können wirklich nur herzlose Menschen arbeiten. Sie ist in die Top 20 gekommen und wurde deswegen selbstverständlich zum Finale nach Köln eingeladen. Sie hat aber aufgrund meines Videos beschlossen, nicht am Finale teilzunehmen. Mein allergrößten Respekt. Sehr gut. Um klar zu machen, was ich mit Scripted Reality TV meine, möchte ich über die Castings sprechen. Ich weiß, ihr habt mir bei Instagram geschrieben, wir wollten unbedingt wissen, wie Castings ablaufen. Ich kann mich noch an mein allererstes Casting erinnern. Wir waren noch in L.A. und Anastasia und Jackie und ich wurden eingeladen, nach Berlin zu fliegen zum InStyle-Casting. Es ging um eine große Fotostrecke, also es ist schon ein super, super geiler Job für ein Model zum Start der Karriere. Naja, auf jeden Fall ist da mit das Witzigste passiert, was man sich da vorstellen kann. Wir kamen beim Casting an, standen vor der Tür und die Produktion hat uns die Anweisung gegeben, geht jetzt, passt mal auf, ihr geht gleich da rein, da steht, da wird jemand von InStyle sein, sie wird sich bei euch vorstellen und euch eine Anweisung geben, geht einfach rein, guckt, was passiert, ihr werdet schon sehen, was hier los ist. Wir sind reingegangen. Ich kann nicht. Entschuldigung. Ungelogen. Wir sind, das ist so absurd. Entschuldigung. Also wir sind reingegangen und wollten uns gerade vorstellen. Und da kam die, ich weiß nicht, ich glaube, es war die Redaktionschefin, aber ich will mich hier gerade nicht vertun. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall kam sie und wollte sich halt bei uns vorstellen und sagte, hi, mein Name ist Anastasia. Und hier das beste Beispiel für meine Naivität. Ich nur so, oh krass, sie heißt auch Anastasia. Und im nächsten Moment meint die Produktion nur so, Cut,
Mädels, raus nochmal von vorne. Und da habe ich erst verstanden, dass sie sich versprochen hat. Und bevor wir alle noch unsere Namen sagen konnten, hatte sie den Namen Anastasia schon im Kopf. Dazu möchte ich gleich sagen, Anastasia hat am Ende auch den Job bekommen. Meine Vermutung ist, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas denkt, was ihr macht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr müsst euch vorstellen, die waren bei einem Casting, drei Mädels, eine hieß Anastasia, eine war sie und die andere hieß Lena, okay? Okay, okay. Und dann, davor wurde schon alles abgesprochen, die kommen ins Casting und dort, wo sie vorstellen sollen, wer sie sind, wie stark sie sind, wer ist die Bessere, gell? Ja. Kam die, die sich denn am Ende für Anastasia entschieden hat und sagt, hi, ich bin Anastasia. Das heißt, sie hatte die ganze Zeit diesen Namen im Kopf, dass sie sich selber so vorgestellt hat. Das heißt, GNTM sucht sich irgendwelche, zum Beispiel InStyle ist ein Magazin, ja? Ja. So ein Style-Magazin und die sagen zu denen, ey, guck mal, wir filmen das für GNTM, also wir schicken drei Mädels und so, Anastasia wird auf jeden Fall gewinnen und so. Jetzt sagt denen, die sollen ein Outfit rauspicken, ein bisschen laufen, die Stars, kritisiert die beiden, Anastasia kommt weiter. Ja. Und die Redaktion ist einfach so dumm, Digga. Die Redaktion ist immer so dumm, wird einfach nur so, hi, ich bin Anastasia. Danke, dass du das gesagt hast, oder? Danke. Keinen Fall sagen wollt und dann sagt ihr es, weil ihr gerade die ganze Zeit daran gedacht habt. Ich glaube, so war es. Anastasia Möhrer, die Beste für den Job. Ohne Scheiß. Guckt euch die Fotostrecke an. Sie hat das so großartig gemacht. Gerade bei so einer Fotostrecke ist es einfach wichtig, edgy zu sein. Weil da sollst du keine Bilder machen, wie auf Instagram, wo du nur posierst. Da musst du verrückte Posen machen, die aber bei dir super natürlich aussehen sollen. Und das hat Anastasia einfach im Schlaf gekonnt. Ich könnte das niemals. Das heißt, ich glaube schon, dass immer die richtigen Leute fürs Casting ausgesucht werden. Aber dass es einfach vorher schon feststeht. Okay, es kann ja gut sein, dass Anastasia, ich habe ja die Staffel jetzt nicht geguckt, gut sein, dass Anastasia wirklich die Bessere war von allen dreien und sowas. Ja. Und das wussten die ja schon so im Vorhinein. Ja. Aber ihr habt doch die Chance, euch zu beweisen. Ja. Wenn es hier ums Modeln geht, fotografieren, bla bla, zum Beispiel nur ums Gesicht oder so oder um das Outfit, dann kann es doch sein, dass du besser bist als Anastasia. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Anastasia vielleicht sehr, sehr gut da drin ist. Aber was ist, wenn sie an dem Tag nicht, wenn es einfach nicht ihr Tag war? Mhm. Stell dir vor, sie kann es eigentlich, aber sie konnte an dem Tag einfach nicht abliefern. Hätte sie dann trotzdem gewonnen? Nur weil sie es in der Regel kann? Oder hätte die gewonnen, die es an dem Tag konnte? Das ist die Frage. Doch mal zu der Story, die euch so brennend interessiert, und zwar die Wein-Story. Und das wird aus mehreren Perspektiven spannend. Im Modelloft und auch in der Modelvilla sind wir immer mit zwei Bussen zum Set gefahren. So, irgendwann waren wir natürlich so wenige Mädels, dass wir nur noch mit einem Bus zum Set gefahren sind. Und dieser Busfahrer, da waren wir aber schon sehr, 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 sehr weit fortgeschritten. Der Busfahrer, der uns immer gefahren hat, der hat das schon seit 5-6 Jahren gemacht. Und der hat sich immer sehr gut mit den Mädels verstanden. Und es ist so, dass uns die Produktion erzählt hat, wenn eine Kandidatin rausfliegt, möchte Heidi es nicht, dass die anderen Kandidatinnen, die noch drinnen sind, in der Villa die Frau treffen, die rausgeflogen ist. So. Das heißt, unser Busfahrer hatte die Anweisung von der Produktion, an irgendeinem Parkplatz mit uns nochmal 20, 30 Minuten zu warten, bis die Kandidatin all ihre Sachen gepackt hat und aus der Villa raus ist. Soweit, so gut. Hä, warum wollen die nicht, wenn jetzt zum Beispiel die Jenny rausfliegt, ja, dass die anderen Kandidatinnen die Jenny nochmal treffen? Vielleicht können die sich da ein bisschen so absprechen oder so, weißt du, was ich meine? Aber ich hab Jeremy Six Hopman voll lange nicht mehr geguckt, aber ich habe so eine Erinnerung, dass wenn einer rausgeflogen ist, dass sie so geweint haben. Nein, aber das stimmt wirklich. Ich habe nämlich auch so eine Erinnerung, dass die zum Beispiel rauskommt aus da, wo Heidi ist und die Bilder verteilt, dass die da zurückkommt zu den Mädels, die alle in einem anderen Raum warten und sagt, ja, ich bin nicht weiter. Aber wenn die zurück im Haus sind, dann sieht man nie, wie sie abreißt. Sie ist einfach weg. Ach, stimmt. Sie ist einfach weg. Ja, stimmt. Wie gesagt, der Busfahrer hat das aber schon lange gemacht. Der ist auch wirklich cool gewesen. Es tut mir nochmal an dieser Stelle leid. Vielleicht werdet ihr verstehen, was mir leid tut. Er wusste ja, wir kriegen keine Süßigkeiten so. Und deswegen hat er gesagt, pass auf, wir halten an einem Parkplatz, aber an einem Supermarktparkplatz. Oh. Ich gehe eine rauchen und sehe nicht, was ihr in der Zeit macht. Wenn ihr also reingehen wollt, neue Süßigkeit kaufen wollt, dann macht das. Aber seht zu, dass die Produktion nichts davon mitbekommt. Ist auch ewig lange gut gegangen. Also Ehrenmann. Also zum Supermarkt heim. Da haben wir einen normalen Menschen. Da haben wir einen Menschen, der Gefühle hat. Oh mein Gott! Ein oh ganz normaler Mensch mit Herz, Verstand, ja, Menschlichkeit. Ja, vielleicht hat er selber Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, gell? Vielleicht hat er selber Kinder oder sonstiges und weiß, ey, das ist anstrengend. Er ist ja immer sehr hautnah dabei, weil er, wenn er es schon seit 6 Jahren macht, James 6 Topmodel, dann kennt er auch die Produktion. Und ich finde es dann halt einfach süß, dass er sich dann so wie opfert oder so in diese Situation stellt und sagt, ey, bitte werde nicht erwischt, weil ich könnte meinen Job verlieren, gell? Mm-mm. Aber macht es einfach, weißt du? Ja. Das ist echt sehr süß. Vor allem, guck mal, du hast eben gesagt, vielleicht ist der Vater und so, und deswegen weiß er so, ey, ich habe auch Kinder und so, lass die Mädels doch mal ein bisschen so ein Schokoriegel essen. Ja, oder irgendwas. Aber Heidi Klum, die ist ja auch Mutter, du weißt ja, wenn man so Mutter wird und so, dann kriegt man auch diese Hormone, weißt du so, man wird gefühlvoll und so und emotional und man wird so weicher und sowas, gell? Oder das ist einfach defekt bei ihr.
ist einfach perfekt. Einfach außer Betrieb. Hinter Brücken der Produktion haben wir halt Süßigkeiten eingekauft. Ihr seht, es gibt Menschen dort am Set. Nur halt nicht die Redakteure, Liana. Und an dem Tag ist sie fast rausgeflogen. Sie war eine Wackelkandidatin. Naja, kam aber noch eine Runde weiter. Gott sei Dank. Aber uns ging es so scheiße, so unglaublich scheiße, dass wir gesagt haben, wir brauchen Vino. So ein Vino sage ich Nino. Und dann sind wir halt in den Supermarkt gegangen und haben uns halt eine fette Flasche Wein mit aufs Band gepackt. So, wie kam das Ganze raus, ist die Frage. Ja, gut, das war halt America Sizes, ne? So war es halt nicht 0,7 Wein, sondern es war irgendwie so eine 1,5 Liter Flasche Wein. So eine Familienpackung halt, so wie in Amerika halt alles XXL ist. Und die haben wir uns genüsslich reingefahren, die Flasche Wein. Hatten halt aber monatelang nichts getrunken gehabt vorher an Alkohol. Und dementsprechend sind Lari und ich tanzend und singend durch die Villa gesteppt. Die anderen Mädels haben das mitbekommen und auch unsere Supernanny hat das mitbekommen. Auf jeden Fall kam dann irgendwann die Nanny in unser Zimmer und meinte, ja Mädels, ihr habt doch was getrunken, haucht mich mal an. Und wir nur so, nee, wir haben gar nichts getrunken, Madame. Echt, hast du Wein so betrunken? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Wein nie getrunken, ne? Das ist eben keine Ahnung. Gang hat an unseren Getränken genippt und überall, aber das Geile war, die Flasche war schon längst gekillt. Wir haben wirklich eine Flasche Wein in unserer Unterwäscheschublade versteckt, weil wir dachten, da wird man nicht suchen. Ich würde es auch nicht wollen, als Nanny in irgendwelchen Tangas von fremden Frauen rumzuwühlen. Deswegen hat auch geklappt, sie hat die leere Flasche Wein nicht gefunden. Ist rausgegangen und Leute, ohne Scheiß, wir waren so dumm und haben die Einkaufstüte vor unserer Tür liegen gelassen. Wie nur so, oh, was ist denn das? Nimmt die Einkaufstüte hoch und was war da noch drin? Der Gaschenbogen. Der Gassenbogen, der gottverdammte Gassenbogen. Ah. Und sie holt ihn raus und was ist das? Und Lari guckt mich an, ich guck Lari an, Lari mir so, Und ich mir so, Wir wussten halt keine Antwort, weil man muss ja aber wirklich ehrlich sagen, was sagt man denn dann? So, kennst du diese, wenn du ertappt wurdest, tut die. Oh nein, Junge, der hat dafür die Kasten bekommen. Da steht sie drauf, 1,5 Liter Wein. Ihr habt 1,5 dieser Liter. Ja. Durch zwei. Ja, 5 Minuten vorher kacken dreist ins Gesicht gelogen und ihr gesagt, wir haben nicht keinen Alkohol getrunken. Und natürlich kann ich verstehen, dass sie halt darüber sauer war, dass wir sie angelogen haben. Aber wir haben uns natürlich bei ihr entschuldigt. Die nächsten Tage haben wir uns bei allen entschuldigt. Ab diesem Zeitpunkt hat uns die Nanny zutiefst gehasst. Also wirklich zutiefst gehasst. Wie kann die Nanny eigentlich so sauer sein, dass die Mädels sie angelogen haben, während sie die ganze Staffel lang die Mädels so anzettelt zum Streit, sie anlügt und sie manipuliert. Ja. Einfach so, wenn die falsche Person sauer ist. Ja. So, du hast kein Recht dazu. What the fuck, Nanny, Alter? Was ist denn? Wirklich, es ging gar nichts mehr. Die Nanny hat mit uns kein Wort mehr geredet. Die kam rum, klopf, 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 um uns zu wecken. Oha. Und ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, was das für ein unwohles Gefühl denn auslöst, wenn du in einer riesen Villa wohnst, wo dich alle drin hassen. Die Nanny hat uns totgehasst, die anderen Kandidatinnen haben uns totgehasst. Lari und ich hatten keine Chance, als den Redakteuren zu glauben, dass sie uns mögen und das Beste für uns wollen, weil das waren die einzigen Menschen, die menschlich dort am Set zu uns gewesen sind. Mhm. Es war nur so, da erinnere ich mich noch dran. Kennst du, ich erinnere mich gerade als kleiner Vergleich, das erinnert mich gerade so wie in der Schule, wenn ihr mal eine Lehrer angelogen habt, dass ihr zum Beispiel, ich habe nicht gespickt oder ich habe die Hausaufgaben gemacht und dann kontrolliert die und sie sieht, ihr habt es nicht gemacht oder was weiß ich, ihr habt mal gelogen. Und dann hasst euch dieser Lehrer für immer und ewig und immer, zum Beispiel, das war jetzt Mathe zum Beispiel, ja? Und immer, wenn ihr dann in diesen Unterricht reingeht, denkt ihr euch so, oh nein, jetzt nicht wieder, die hasst mich doch. Das ist einfach mein Leben, ja. Und dann kommt ihr rein und ihr denkt es so, das ist so unangenehm, weil jeder weiß, was passiert ist und ihr wisst, dass der Lehrer euch hasst. Und der Lehrer weiß es auch und es ist immer so unangenehm. Das hatte ich wirklich so oft. Ja. Ich hatte eine Klasse, die mich gehasst hat und dann, oder einen Kurs in der Oberstufe, die hat mich einfach gehasst. Also der ganze Kurs mochte mich nicht so. Ja. Und dann die Lehrerin mochte mich aus Prinzip aus der Mittelstufe schon, also seit der Mittelstufe mochte sie mich auch nicht und ich habe mich so alleine gefühlt. Bei mir, das war ich sag's immer wieder, Deutsch, gell, hoffentlich sieht's meine Deutschlehrerin, ich mochte die gar nicht und die mochte mich auch nicht. Weißt du warum? Weil in der 11. Klasse waren wir alle zusammen in einem Kurs und in der 12. Klasse gab's getrennte Kurse. Also in der 11. Klasse waren wir noch wie eine Klasse und in der 12. war, jeder hatte seine Kurse, verstehst du? Okay. Und in der 11. Klasse waren wir die schlimmste Klasse der Schule. Wir waren die schlimmste Klasse, gell? Und sie hasst einfach unsere Klasse. Und dann sind jeder in verschiedene Kurse gegangen. Nur 3 Schüler aus unserer Klasse sind in ihren Kurs gegangen. Rate mal, wen sie am meisten gehasst hat. Uns 3. Schauplatz, nie vergessen. Oh mein Gott. Als die letzte Sequenz abgedreht wurde fürs Finale, also die letzte Folge vorm Finale. Und danach sind wir nochmal alle gemeinsam nach Jamaika geflogen mit Red. Und da war die Nanny wieder richtig lieb zu mir. Auf einmal so, als wäre
als wäre sie ein anderer Mensch. Auf einmal war sie wieder der netteste Mensch. Aber erst dann, als alles abgedreht war. Und das war so mindblowing. In dem Moment wusste ich, weil Larry und ich haben uns immer gefragt, warum hasst sie uns denn jetzt so sehr? Warum denn jetzt so sehr? Nur weil wir Wein getrunken haben? Mhm. Nur weil wir diese Notlüge erfunden haben, dass wir keinen Wein getrunken haben? Aber als sie dann so nett auf einmal wieder zu mir war, war mir klar, es ging nur darum, dass Larry und ich uns so unglaublich scheiße fühlen, dass wir den Redaktionen, dass wir der Redaktion glauben. Heidi fand das alles. Ja. Ey, wäre ich die Nanny? Ich könnte eh niemals die Nanny sein, weil so behandle ich keinen Menschen. Nein. Nicht mal meinen größten Feind, Junge. Aber jetzt wäre ich mal die Nanny und ich würde sehen, ey, die Mädels haben seit Wochen keinen Zucker mehr gehabt, ja? Ja. Müssen sich die ganze Zeit so richtig wenig Nahrung untereinander aufteilen, sind gestresst, kein Schlaf, keine Familie, keine Nanny, nichts und so. Und die schaffen es, ja, uns zu hintergehen, indem sie dann Wein holen, das dann so trinken und uns nichts erzählen. Ich würde das feiern. Ich würde sagen, ich wäre so ein bisschen so, hey, warum macht ihr das? Ja. Und ich würde sagen, nur krank, dass sie es geschafft hat, ich würde sagen, ich würde diese feiern. Ja, aber weißt du, warum sie sauer war? Sie war nicht sauer wegen der Lüge oder wegen das, was sie getan hat, dass sie besoffen waren oder was auch immer. Sie war sauer, weil sie hintergangen wurde und sie eigentlich sonst immer nur diejenige ist, die Leute hintergeht. Ja. Und wenn man das Spiel umdreht und sie verraten wurde, dann war sie richtig verletzt, weil sie denkt sich so, ihr macht das mit mir, dabei macht sie es die ganze Zeit, verstehst du? Und das hat an ihrem Ego bestimmt gekratzt. Das ist ja das Ding, so eine richtige Nanny, die versteht das, die hat so Mitgefühl und so. Aber so eine manipulative, gemeine Nanny und sowas, die will nur hintergehen und niemals hintergangen werden. Ja, das ist es halt. Ja. So schlimm, das war halt ja auch das Witzige, warum findet... Also Heidi hat uns ja direkt wieder verziehen. Und zwar hat sie dann gemeint, ja Mädels, ist nicht so gut, aber schwamm drüber, im wahrsten Sinne des Wortes. Und meinte dann, ich möchte gerne Erdbeerrolle haben, weil ich liebe Kuchen. Dann war das so, am Abend kam die Produktion und haben gesagt, so hier Mädels, hier auf dem Tisch steht ja alle Zutaten für eine Erdbeerrolle, dann packt mal los. Und wir nur so, ja dann Rezept bitte schön. Und die nur so, es gibt kein Rezept. Alle Zutaten auf dem Tisch. Aber ich wusste gar nicht, wie viel Gramm von was. Und wie, die wusste man nicht, dass man Eier zum Beispiel trennen muss. Oder bei wie viel Grad muss das in den Ofen? Oder wie lange muss das in den Ofen? Das ist eine Katastrophe. Ja, warum wohl haben die das jetzt gemacht? Ja, damit ihr habt die Zutaten, sprich, ihr habt ja die Möglichkeit, das zu tun. Wenn ihr es nicht hinkriegt, nicht unsere Schuld, ihr habt die Zutaten. Und dann kommen die mit so einer verbrannten, gematschten Erdbeerrolle zu Heidi. Heidi so, was ist das? Aber ich dort, ja, und ich kann ja backen, weißt du, ich mag backen, dann würde ich sagen, ich brauche kein Rezept, ich habe mein eigenes Rezept. Wird, war ja wohl klar. Warum ich euch das aber jetzt... Oh nein, Junge, oh nein. ...die Redaktion wieder in die Villa, wieder bei der Erdbeerrolle gebacken werden sollte, aber nicht von uns, sondern von den Mädels. Ja. Und ach so. Die Mädels tatsächlich haben ein Rezept bekommen für ihre Erdbeerrolle. Und von wem? What the fuck? Dreimal dürft ihr raten, von unserer zaubervollen Nanny. Weil unsere Nanny hatte ja natürlich ein Handy. Und warum das jetzt so spannend wird, ist... Germany's Next Topmodel hat das als YouTube-Video ausgestrahlt, wie anderen Mädels eine Erdbeerrolle backen und was für eine. Und ich muss ungelogen zugeben, die war so lecker, alter Larry. Und ich habe uns den Bauch vollgeschlagen mit dieser Erdbeerrolle. War wirklich gut. Also Sarah Posch kann halt auch einfach gut backen, muss man sagen. Das heißt, in dem YouTube-Video einfach die zwei Mädels verkackten eine Erdbeerrolle und die Zuschauer haben auch bestimmt gedacht, dass sie auch ein Rezept bekommen haben. Und das ist ja so die Außenseite, deswegen backen die eher so alleine. Ja. Und dann die anderen Mädels. Und dann wird so dargestellt, so zum Beispiel, oh mein Gott, guck mal, die zwei Mädels, ich hasse die so sehr. Die können nicht mal backen. Die können nicht. Ja, und dann Rezept. Ja, oh mein Gott, die nehmen das nicht mehr ernst. Die kriegen hier eine Chance. Weißt du, was ich meine? Dabei, die waren so am Struggle. Hast du deren Erdbeerrolle gesehen? Das war so Matschaubruder. Ich kenn's auch nicht ohne Rezept. Ja, ohne Rezept ist auch voll schwer, mein Gott. Wie einfach es doch ist, eine Erdbeerrolle zu backen. Und ihr könnt euch, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie viel Hate ich dann bekommen habe, nachdem dieses YouTube-Video veröffentlicht wurde. Weil es das heißt, wie dumm bist du denn einfach? Du kriegst nicht mal eine Erdbeerrolle gebacken, die Mädels aus dem Schlag, aber sowas von perfekt gebacken bekommen. Wir hatten kein Rezept, die hatten ein Rezept, aber das weiß der Zuschauer nicht. Oder ist auch kein Management mehr. Genau, auf jeden Fall habe ich ziemlich am Anfang den Hashtag Fake bekommen. Und diesen Hashtag haben die Redakteurinnen immer genutzt, um mich zu Handlungen zu bringen. Dazu muss ich sagen, nochmal auf den Vertrag zurückzukommen. Wir unterschreiben im mitwirkenden Vertrag für die Produktionsfirma, unterschreiben wir, dass wir den Aufforderungen und Empfehlungen der Redakteure vor Ort in Bezug auf unsere gesamte Teilnahme an der Show nachkommen werden. Sollten wir diesen Anweisungen und Empfehlungen nicht nachkommen, stellt das einen schweren Vertragsbruch dar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir müssen den Empfehlungen und Anweisungen Folge leisten, ansonsten wären wir im Prinzip ausgeschlossen. Das heißt nicht wann. Hä? Ich finde aber, eine Anweisung klingt ja danach, dass man ihr quasi folgen sollte. Ja. Wenn der Lehrer sagt, mach die Bücher auf, lest Seite 22, bearbeitet Nummer 1. Das ist eine Anweisung. Ja. Aber eine Empfehlung muss man doch gar nicht annehmen. Deswegen wird es dir empfohlen. Wir haben getanzt, oder wir sollten eine Choreo lernen. Im Playground waren wir.
kommen dann wieder zu Hause an und haben, wir ganzen Mädels haben halt oben dann die Choreo gemeinsam geübt. Dann kam eine liebe Redakteurin zu mir und das war mit die schlimmste Redakteurin, die es da gab, weil das war meine zweite Ersatzmami, die hat mit mir geheult, die hat mit mir gelacht, die hat sich nur um mich gesorgt, die fand mich so toll und so super und so alles. Zu ihr muss ich sagen, und das wusste ich auch, also kannst du wirklich zu mir sagen, du bist richtig dumm und richtig naiv, sie kam von Bauer sucht Frau. So, auf jeden Fall war diese ganz, 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 ganz schlimme Redakteurin, die hat mich richtig ins Verderben, also so richtig ins Verderben geschmissen. War es dann so, dass wir alle gemeinsam getanzt haben und sie kam zu mir mit, Liana, jetzt komm mal ganz kurz her, jetzt mal ohne Witz, ne? Du verstehst dich hier mit den Mädels nicht, das weiß auch der Zuschauer, das weiß die Zuschauerin. Wie fake kommt es jetzt bitte, dass du hier mit den Mädels mittanzt? Ganz ehrlich, der Zuschauer wird wissen, dass du fake bist, wenn du hier oben mittanzt. Mit allen Mädels und dich nicht davon distanzierst. Gerade du kannst die Choreo am besten von allen. Die anderen gucken dir nur ab. Und ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Ne? Also, weil da stand ein Spiegel auch bereit. Und sie meinte, pass auf, wir suchen dir jetzt einen Spiegel. Und du gehst nach unten, du schnappst dir die Lari. Wirklich, ich soll die Lari da rausfahren. Und dann tanzt hier unten. Und das war wirklich, da hatte ich irgendwie Bauchschmerzen. Weil ich dachte, irgendwie kommt mir das komisch vor, weil ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich da den Hashtag Fake wegkriegen soll. Dann ist die Frau doch in der ganzen Villa rumgelaufen, ich schwöre, ist sie in der ganzen Villa rumgelaufen, um mir einen leeren Spiegel zu zeigen, den ich nehmen kann, die Treppe runtertragen kann, um da unten mein Tanzstudio aufzubauen. Und dann sagt mir doch mal bitte, also wir greifen nicht ins Geschehen ein. Was passiert? Passiert. Ich käme, ich wäre in 100 Jahren nicht auf die Idee gekommen, mir diesen Spiegel zu grabben und unten zu trainieren. Nicht in 100 Jahren. Ihr habt mich so manipuliert, dass ich es gemacht habe. Und genau an dieser Stelle möchte ich auch nochmal dazu sagen, wenn ich mir den Spiegel nehme und ihn unten aufbaue, verletze ich ja nicht unbedingt die Gefühle der anderen Mädels. Also falls ich das getan haben sollte, dann tut es mir total leid natürlich. Aber das will ich euch nur nochmal verdeutlichen. Das meiste, wofür ich gehasst wurde, ist nicht mal was, womit ich andere Mädels verletzt habe. Wisst ihr? Das ist nicht mal was, wofür ich mir jetzt denken muss, oh Gott, was hast du gemacht? Hast du verdient den Hate-Kommentar dafür? Sondern das sind einfach Sachen, da wurde ich einfach unsympathisch ausgestrahlt, aufgrund der Anweisungen, die die Redakteurin mir davor gegeben hat, die aber eigentlich die anderen Mädels ja überhaupt gar nicht großartig betrifft. Und das wusste die Redaktion, dass sie das macht und dass ich dafür Hass kassieren werde. Und trotzdem stellst du dich dahin als Redakteurin, guckst mir in die Augen und sagst, Liana, ich will doch nur dein Bestes. Ich will doch nicht, dass der Zuschauer denkt, dass du fake bist. Ich mag dich, ich habe so viel Ahnung von dem Business. Glaub mir doch, ich weiß doch, wie der Zuschauer tickt. Und das ist einer der Sachen, die ich mit am verwerflichsten finde an Reality-TV-Formaten. Du stellst komplett unerfahrene, ungeübte Menschen, die nichts mit der Medienbranche, so gar nichts zu tun haben, gegenüber von Leuten, die das studiert haben, die das seit Jahrzehnten machen. Aber das, was die, also die Anweisung der Redakteurin macht nicht mal Sinn. Ja, ja. Weil sie sagt, ey, du tanzt jetzt mit den Mädels, obwohl ihr hasst euch und so, das kommt doch total fake rüber und so. Ja, ja. Du musst doch deinen Standpunkt halten und verteidigen und wenn du gegen die anderen bist, dann musst du auch, dann darfst du auch nicht mit denen tanzen und sowas, gell? Macht doch gar keinen Sinn, ob sie jetzt mit denen tanzt oder jetzt, wo sie nach unten geht, gell? Da ist sie genauso fake, also ist sie doch immer noch fake, versteht ihr? Das wirkt nur unsympathischer. Wenn sie sich mit den anderen verträgt, dann... Dann wäre es so, ey, guck mal, die versucht ja, sie dann, so. Ja, dann, erwachsen gehandelt und genau. Sowas. Das ist halt so ein Teufelskreis, weil sie hat den Hashtag fake bekommen damals im Interview, weil die haben ja alle ein Interview gemacht und dann am Ende des Tages haben die alle einen Hashtag dafür bekommen. Und sie hatte den Hashtag Fake. Also nutzen die das auch und sagen, willst du den Hashtag behalten? Nein. Willst du ihn loswerden? Ja, tu was dafür. Also sagen sie, mach das und das, dann hast du nicht mal den Hashtag Fake. So, dann geben die ihr aber Anweisungen, womit sie wieder den Hashtag Fake bekommt. Das ist ein Teufelskreis, weißt du? Sie kommt schon da nie raus. Der Gedanke, dass jede Person Hashtag bekommt, ey, das ist doch unmenschlich. Das du kannst so doch nicht sagen, du bist die Unseriöse, du bist die Peinliche, du bist die Kindliche, du bist die Zicke und so. Die Geldgeile und so. Du kannst doch nicht mit einem Wort eine ganze Persönlichkeit beschreiben. Ja. Die genau wissen, welche Knöpfe sie zu drücken haben. Und die auch genau wissen, wie funktioniert Fernsehen, wie funktioniert Hass, wie funktioniert ein Shitstorm und mit was für Aktionen löse ich so einen Shitstorm auf. Ich wusste es vorher nicht, dass da Redakteurinnen sind, die dich so heftig verarschen, ins Gesicht lügen und menschlich mit dir spielen und dich manipulieren, dir sagen, etwas kommt gut an, was im Endeffekt nur dazu führt, dass du Morddrohungen bekommst und unter Polizeischutz gestellt wirst, weil der Cybermobbing so schlimm ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich wusste es nicht. Und natürlich weiß ich, dass es Jahr für Jahr eine Zicke gibt. Aber, und ich weiß auch, dass du aufpassen musst, was du machst. Aber ich weiß nicht, dass mein Verhalten von Redakteurinnen so manipuliert wird, dass ich mich verhalte wie eine Zicke. Ihr dürft nicht vergessen, ja, das, was ihr seht, ist der kleinste Teil. Lari und ich haben uns so gut zum Beispiel miteinander verstanden. Es wurde so oft gefilmt, wo wir uns liebevoll im Arm hatten. Ich hab's so
oft so geile Sachen über die anderen Kandidatinnen gesagt. Ich habe mich auch so gut teilweise mit anderen Kandidatinnen verstanden. Es gab so viele, mit denen ich mich so gut verstanden habe. Aber das habt ihr alles nicht gesehen. Und so kam es auch dazu. Das ist halt traurig. Eigentlich versucht sie die ganze Staffel lang, ja, nur so sympathisch zu wirken, nett, gerecht und fair. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und es wird so manipuliert, dass genau das Gegenteil, weißt du, erreicht wird. Und das ist doch traurig. Guck mal, wie die redet. Also man merkt das schon an ihrer Art, dass sie so sagt, ey, ich war so nett und so. Und ich guck's mir dann an im Fernsehen, dann denke ich mir so, wer ist das? Was haben die denn mit meiner Persönlichkeit gemacht? Ja. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt durch diese Statements und durch die ganzen Enthüllungen, die sie hier tut, ja, dass ihr persönlich besser geht und Leute sie jetzt auch mehr verstehen, weißt du? Weil ich glaube, der Hate hat sehr abgenommen seitdem. Ich hoffe einfach, dass Jeremy Sex Sommel komplett gecancelt wird. Ja, das so auf jeden Fall. Wir nicht wussten, dass wir die Zicke werden, weil wir haben ja wohl sehr viel Positives auch von uns gezeigt, sehr viel Menschliches, sehr viel Liebevolles. Nur das kam ja nicht, das habt ihr nicht gesehen. Ihr habt nur diese Momente, die am extremsten waren und wo ich nicht gedacht habe, dass man einfach nur diese Momente zusammenschneiden kann. Ich wusste ja nicht, dass man nur diese Momente zusammenschneiden kann, wo man mir Worte in den Mund legt, wo man mir Handlungen vorschreibt. Wisst ihr? Ich dachte irgendwie ein bisschen was von meiner Personality müssen die auch mit reinschneiden, aber es kam nicht. Ach ja, bevor wir jetzt aber gleich zum Ende dieses Videos kommen und wahrscheinlich auch zum mit spannendsten Teil, und zwar, was sagen die kritischen Stimmen zu meinem Video, möchte ich euch nochmal dafür sensibilisieren, dass alle Mädels, die mir am Anfang des Videos zugestimmt haben und sich so mutig und so mutig ihre Geschichten von GNTM erzählt haben, sich in die gleiche Gefahr gebracht haben wie ich. Das heißt, Frauen haben große Angst, darüber zu erzählen, was bei der Teilnahme von Germany's Next Topmodel wirklich hinter den Kulissen passiert. Da geht es den Stimmen, die sich natürlich kritisch zu meinem Video äußern, ein bisschen besser, weil sie nicht Gefahr laufen, dafür verklagt zu werden. Ich bin auch fest überzeugt, dass man eine Show nicht so machen muss. Du musst die Leute nicht in den schlimmsten Cybermobbing trennen. Du musst auch die Kandidatinnen nicht traumatisieren mit der Teilnahme an Germany's Next Topmodel. Für mich war es immer ein Riesentraum, bei Germany's Next Topmodel teilzunehmen. Und dann ins Finale zu kommen, das war für mich so absurd. Ich im Finale, ich dachte, ich habe meinen Traum erfüllt. Und dann in so einem Albtraum aufzuwachen, also wirklich von hier oben, da unterm Boden zu landen, das war so eine große Diskrepanz, damit ist meine Psyche nicht klargekommen. Jeder vierte Betroffene von Cybermobbing entwickelt im Laufe des Mobbings Suizidgedanken. Daher denke ich, ist es halt so... Guck mal, da frage ich mich halt, stell dir mal, hoffentlich nicht, aber stell dir mal vor, einer von denen hätte sich jetzt wirklich mal das Leben genommen, eine, die so richtig gehatet wurde. Was denken sich dann diejenigen, die sie so ausgestrahlt haben, beziehungsweise die sie so manipuliert haben, dass es dazu gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Gar nichts. Was denken die sich? Haben die keine Schuldgefühle? Haben die keine Angst vor Gott? Hundertprozentig nicht. Vor der Hölle? Und daher möchte ich halt auch gerade den Redakteuren und den Redakteuren auch so ein bisschen ins Gewissen reden und sagen, ey Leute, bitte macht es nicht mehr. Tut mir den Gefallen und klärt die Kandidatinnen zumindest vorher auf. Ihr wisst genau, in welche Rolle ihr sie drücken wollt. Also hört auf, den Kandidatinnen was Falsches zu verkaufen. Aber ich möchte jetzt auch noch ein paar kritische Stimmen in dieses Video packen. Ich möchte, dass ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, das sind meine Erfahrungen. Jede Erfahrung, die ich euch erzählt habe, ist zu 100% die Wahrheit. Und das kann weder GNTM abstreiten, noch die Kandidatinnen, die wirklich immer in den Situationen dabei gewesen sind. Aber Wahrheit ist immer relativ. Und meine Wahrheit kann eine andere sein, als die Wahrheit von anderen Kandidatinnen. Was mir jetzt super wichtig ist, lasst bitte jeden seine Meinung haben. Ich bin auch mit vielem nicht einverstanden, was kritische Stimmen äußern, aber ich akzeptiere es zu 100%. Tut mir den Gefallen, macht es auch. Also wenn ich euch die kritischen Stimmen jetzt zeige, bitte, bitte, bitte geht nicht auf die Profile und macht sie fertig, weil dann wäre alles nichtig, wofür ich gekämpft habe. Bitte akzeptiert. Jetzt komm ich safe. Ich habe irgendwas kommentiert so. Tatsächlich habe ich natürlich zwei Meinungen gefunden noch, und zwar von Mareike. Sie war, glaube ich, letztes Jahr bei Germany's Next Topmodel dabei und sie sagt Folgendes zu meinem Video. Natürlich wurde in Lianas Fall absolut übertrieben und ich unterstütze es auch gar nicht, den Schnitt, Produktion, wer auch immer dafür verantwortlich ist, und dass sie Morddrohung kriegt, etc., geht absolut zu weit. Ihr müsst aber das sehen, das kommt ja von den Zuschauern, das ist nicht von der Produktion, und es ist allseits bekannt, dass GNTM kein Drehbuch hat. Das heißt, niemand schreibt dir vor, wie du dich zu benehmen hast, was du zu sagen hast, ob du jetzt streitest. Und so eine Aussage könnte ich mir vorstellen von der Produktion selber. Dass die sagen, wenn irgendwas passieren soll, zum Beispiel jetzt in ihrem Fall, dass sie Depression hat, Selbstmordgedanken oder sonstiges, weißt du, was ich meine? Und dass Leute sagen, zum Beispiel, du kennst eine Person, die sie dazu geführt hat und du sprichst sie an, dann würde sie niemals sagen, ich bereue das, sondern sie wird sagen, ich habe gar nichts gemacht. Sie sehen das nicht ein. Die sagen, ich
habe ihr nur bestimmte Sachen, dass sie das tut, das ist ihre Schuld. Ich habe es ihr nur gesagt, sie hat es ausgeführt, weißt du, was ich meine? Sie sagt so, im Endeffekt, was du tust, dafür bist du selber verantwortlich. Deswegen, ihre Aussagen könnten so von der Produktion kommen. Ja, aber die ist bestimmt so eine typische Befürworterin für Jeremy's Sex Topmodel, die bestimmt die gute Rolle hatte. Ja, und die musste man gar nicht manipulieren, weil die sich so bei ihr gedacht haben, ey, du bist nett, sympathisch, bleibst du, wie du bist, wir brauchen eine Nette, Ihre Staffel habe ich ein bisschen gesehen. War sie die sympathische? Ja, die war eigentlich immer so die Lustige, muss man sagen. Perfekt. Die hat immer so Faxen gemacht und alle fanden es witzig. Anfängst oder wie du dich zu benehmen hast, das kommt alles von dir selber. Und ich sag mal so, es ist doch in deiner Verantwortung, wie du dich verhältst. Selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, Mareike, der oder die das hat das und das über dich gesagt. Oder es kommt jemand zu mir und sagt, oh, der Zuschauer will aber das und das feiern. Ich weiß doch, wer ich bin und ich selber kann doch... Halsen, also ich soll ja nett sein. Das ist genauso wie wenn ein Mädchen in einer Beziehung ist, und die wird dort geschlagen, bla 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 bla, so richtig schlimme Sachen, sagen alle, guck mal, du musst ja selbst wissen, was du machst, was du nicht machst, mit wem du zusammen bist und so. Leute, es gibt naive Menschen, es gibt Menschen, warum gibt es Manipulation? Weil es die gibt. Ja. Es gibt Leute, die werden manipuliert, verstehst du? Und manipuliert bedeutet, dass du nicht weißt, dass du gerade verarscht wirst. Guck mal, nur weil Liliana verarscht wurde, indem sie gesagt haben, tu das und das, kommt gut bei den Zuschauern an und sie es dann getan hat. Ich denke, bei dir hätten die vielleicht andere Wege gefunden, um dich zu manipulieren. Sie haben es nur nicht getan. Also tu nicht so, als wärst du so die Übermenschliche, die niemals manipuliert wurde. Ich glaube, es gab einige Situationen, wo du auch manipuliert wurdest und es gar nicht weißt. Weißt du, was ich meine? Deswegen, im Endeffekt, jeder Mensch ist irgendwo manipulativ. Und bei Liliana wissen die einfach, die hatten so ein paar Karten wie Heidi, der Zuschauer oder sonstiges oder Hashtag Fake, wo die wussten, wenn die spielen, dann folgt die... dem Weg, den die sagen, weißt du? Ja, guck mal, Manipulation muss ja nicht direkt negativ sein. Es kann ja auch positiv sein, im Sinne von, dass sie wollte etwas machen und die wollen wirklich, dass sie besser dasteht. Ja. Also sagen sie, komm, mach's nicht so, mach's so. Ja. Und dann macht sie es, obwohl sie es gar nicht von ihr selbst aus gemacht hätte. Nur um besser dazustehen. Mhm. Und dann haben die ihr eigentlich geholfen, verstehst du? Also ich finde es von Mareike gerade ein bisschen schwach, zu jetzt so zu sagen, warum hast du das denn auch getan? So, Menschen sind unterschiedlich. Eine Reaktion kontrollieren. Ein weiteres Statement, was ich gelesen habe, war ein Statement von Jackie. Alle, die sich nicht mehr erinnern, Jackie war die Siegerin in meiner Staffel und Jackie sagt Folgendes zu dem Ganzen. Natürlich geht es um Entertainment und um Einschaltquoten. Natürlich machen Redakteure ihren Job und wollen Aussagen aus den Girls herauskitzeln. Aber wir haben doch selbst die Wahl, auf solche Fragen einzulassen oder eben nicht. Ja, natürlich kann der Schnitt viel verändern, aber was man gesagt hat, hat man gesagt. Klar kann es sein, dass Redakteure versuchen, Girls Worte in den Mund zu legen, aber keiner zwingt dich, diese Worte auch zu sagen. Selbst wenn relativierende Aussagen rausgeschnitten wurde, habe ich es gesagt. Ja, es ist natürlich eine Show, wo nur Halbwahrheiten gezeigt werden, Fragen gestellt werden, über die man eigentlich nicht nachdenken würde und dabei Inhalte... Okay, da merkt man, die Siegerin wurde gar nicht manipuliert. Ja. Hätte man sich das Video von ihr angeschaut, und das hat sie auch, du hast, glaube ich, gar nicht gecheckt, was Liliane eigentlich mit Teil 1 aussagen wollte. Ja. Sie hat doch Beispiele gegeben, wo ich sogar mich so eingeschüchtert gefühlt habe, weil sie ist kurz in die Rolle der Redakteurin gesprungen, hat dann so gesagt, du musst so und so und so und die machen so und so. Und selbst ich würde mir so denken, okay. Ja, was ich meine? Das Ding ist, es jetzt einfach so zu sagen, so, man hätte es nicht sagen müssen, du hättest es nicht tun müssen. Wenn du erstmal in dieser Situation bist und unter diesem Druck, in dem Liliana war, dann hast du doch keine Ahnung, was du getan hättest. Weißt du, was ich meine? Ich finde es ein bisschen schwach zu sagen, ich hätte das nicht getan. Du warst doch nie in dieser Situation. Woher willst du wissen, was du getan hättest? Weißt du, was ich meine? Ich finde das so schwach von dir. Man hat Tunnelblick, wenn man bei GNTM ist. Man sieht nur den Sieg, den Sieg. Liliana war so verloren. Keiner mochte sie. Sie hatte nur eine Freundin, keine Familie, keine sozialen Kontakte, nichts. Alle Mädels haben sie gehasst. Natürlich folgt sie dann dem der letzten Hoffnung, die sagt, ey, vertrau mir, mach das und das und dann wird alles gut laufen. Natürlich vertraut sie dich. Was soll sie denn sonst tun? Außerdem hat sie auch erwähnt, dass wenn jemand kam, zum Beispiel die Nanny oder die Redakteurin, die haben so gesagt, guck mal, mach das und das und das und das. Und dann hat sie erstmal gesagt, nein, nee. Ja. Aber die haben so lange genervt, bis sie gesagt hat, okay. Ja. Oder die haben das wie mit dieser Frage, weißt du, die stellen dir eine Frage und du musst dann den Satz nochmal wiederholen und so. Das bedeutet, das waren eigentlich nicht mal ihre Worte oder das war nicht mal der vollständige Satz. Ja. Also es wurde auch falsch ausgestrahlt oder falsch geschnitten. Ja, das ist auch wieder so manipuliert. Nicht von ihr selbst, sondern die haben es im Schnitt manipuliert. Ja, verstehst du? Also ich kann, um ehrlich zu sein, ich akzeptiere jede Meinung und jede Äußerung. Aber ihre Meinung kann ich gerade gar nicht verstehen, weil ich finde es schwach, etwas zu behaupten von einer Situation, in der du nie gesteckt hast. Ja. Herunterfallen, die man selbst gerne gesehen hätte. Aber ist das ein Geheimnis? Nein. Jackie's Statement möchte ich gerne einfach nur so stehen lassen. Doch weil ich finde, dass ihre Meinung auch sehr wichtig ist, möchte ich gerne Vanessa Tamkans Kommentar unter Jackies Post dazu veröffentlichen.
Würdest du so denken, wenn du die Auserwählte für die Einschaltquoten gewesen wärst? Wahrscheinlich nicht. Ja. Keine Frage, jeder trägt ein bisschen mit seinem eigenen Charakter dazu bei. Im Endeffekt ist es aber auch einfach so, dass du nun mal Glück und jemand anderes Pech hatte. Denn absolut kein Charakter ist so schlimm, wie es in der Show gezeigt wird. Nichtsdestotrotz, die Show ist moralisch höchst verwerflich, liegt aber einfach an der Branche und nicht an den Menschen. Ich bin mir auch sicher, dass die Publikumslieblinge, die mit Sicherheit schon vor dem Dreh feststehen, auch ganz andere Fragen bekommen und von den Redakteuren eben nicht so manipuliert werden. Ich kann euch nur den sehr, sehr guten Tipp geben, beschäftigt euch nicht so viel mit Hass. Beschäftigt euch auch im Netz nicht mit so vielen Leuten, die euch nicht gut tun, die ihr nicht mögt. Lasst es sein, einen negativen Kommentar darunter zu schreiben. Wisst ihr, mit was ihr euch beschäftigen solltet? Mit Profilen, die ihr richtig toll findet, die ihr liebt, die ihr abfeiert, wo ihr einen positiven Kommentar drunter schreiben könnt. Weil alles, was ihr nach außen ausstrahlt, das fühlt ihr in euch drinne. Und wollt ihr wirklich in euch drinne Hass fühlen? Ich kann euch garantieren, Liebe ist viel schöner. Es bleibt mir am Schluss. Okay, Leute, ich glaube, jetzt sagt sie noch ein paar schöne Schlussworte. Wir sagen jetzt auch mal noch kurz was dazu. Schaut einfach die Influencer oder die Menschen, verfolgt die, die ihr mögt, die ihr interessant findet, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Denn es macht viel mehr Spaß als die, die ihr hasst. Was habt ihr davon? Ihr kriegt nur Kopfschmerzen, das war's. Ja, geht bitte nicht auf irgendwelche Profile mit der Absicht, ey, ich komme hier gerade nur auf diese Seite oder auf diesen Account, um Hate-Kommentaren, Hate-Nachricht oder sonstiges zu hinterlassen. Wie sie schon gesagt hat, das, was ihr nach außen ausstrahlt, herrscht meistens auch in euch drin, ja, weil von euch kommt es ja. Segen auch für euch selbst. Be happy, like this video, ja. Let us follow, abonnieren wir uns. Wir sehen uns, Leute. Also wir hoffen, es war unterhaltsam. Liken, abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns dann morgen zu einem Schuh. Tschüss.